Hallöchen, Mitte des Monats ist richtig Blutchest-Zeit. Wir schnacken nicht lange. Wir machen das Ding klein mal uff. So, da raschelt schon. Also geklappert hat es ordentlich. Komme ich hier rum? Ich komme rum. So. Wieder der neue Design. Das Lootbook sieht ja diesmal richtig geil aus, finde ich. Macht auf jeden Fall was her. Schauen wir auf jeden Fall später rein. Wow! Ziemlich viel auf jeden Fall. Fangen wir mal an. Wonka Nerds Whiteberry Peach. Wonka, wenn mich nicht alles täuscht. Wonka. Ist das nicht irgend so ein Film? Willy Wonka oder so eine Scheiße? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind hier irgendwie so eine Drops drin oder sowas. In Pfirsich- und Waldbeerengeschmack. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig drauf. Kosten einfach mal. Ah, rechts und links. Nehmen wir erstmal Peach. Wow. Süß auf jeden Fall. Ziemlich viel Zucker. Naja, Süßigkeiten sind halt nicht gesund. Was haben wir hier noch? Cool, Joker. Ich stehe voll auf Joker. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Was ist das Ganze? Das ist Little Mates. Sagt mir jetzt nichts, kenne ich nicht. Diese Sammelfiguren. Aber Joker ist immer gut. Ich bin Joker-Fan, ich bin kein Heldentyp, ich bin eher der Bösewicht-Typ. Sieht richtig cool aus. Ist aber anscheinend von den älteren älteren, ja, Batman-Serien oder Filmen. Aber die Art, wie sie gemacht ist mit diesem Fuß, ist echt schick. Auf jeden Fall hochwertig, ist so Vinyl, Hartplastik, irgend sowas. Was haben wir noch? Erstmal gucken, was es ist. Ach, Rocket Bean. Ein Gutschein. Ja, wenn ihr ihn braucht, könnt ihr euch den einlösen. Und zwar auf dem rocketbeans-shop.de kann man das Ganze einlösen. Rocket Beans, ja. Ich mag die Jungs eigentlich. Ich kenne sie noch früher von Giga. Aber mittlerweile, naja, dieses unbedingt mit YouTube nochmal durchstarten. Weiß nicht, hätten sie sich vielleicht früher einfallen lassen sollen. Aber die Jungs sind auf jeden Fall cool unterwegs. Was haben wir noch? Top Trumps Special Star Wars. Ach, das sind Karten, Quartettkarten. Von Star Wars. Kriegen wir das Ganze auf? Hier ist so ein Aufreißstreifen. Hallo? Bin ich mal wieder zu blöd für. Ach nein, hier. Okay. Ich wollte schon gerade das Messer. Auf mit dem Gedöns. So, was haben wir hier? Sammelkarten, Wunschthemen, bla bla bla. Jedi. Das sind halt typische Quartettkarten. Ist jetzt nichts, was man haben muss. Aber naja, was man hat, das hat man, ne? So. Verpackung ist auf jeden Fall cool. Was machen wir? Hier hinten ist noch was. Und Armband. Nerd. Okay. Ich hab's heute irgendwie mit Verpackung. Unfassbar. Mann! Geh auf. Ja, so. Hat wahrscheinlich für meine. Ne, für meine Ausmaßen an Händen ist das auf jeden Fall nichts. Das wird vielleicht eher meiner Tochter oder meiner Frau passen, aber wer. Nerd. Naja, trifft jetzt nicht unbedingt auf mich zu, aber naja. Was haben wir hier? Marvel. Die Avengers. Ein Waschlappen. Okay, ich sehe schon mal Iron Man.
Iron Man finde ich cool. Und wen haben wir noch? Ein Hulkster. Iron Man und Hulk. Ist auf jeden Fall eine nette Idee, finde ich. Können sich die Kinder jetzt mit Hulk und Iron Man waschen? Oder auch ich? Auf jeden Fall cool, macht auch einen recht hochwertigen Eindruck. Also geht so. Ist okay. Was haben wir hier? NASA. Ein Aufnäher von der NASA. Okay, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Also, NASA, das ist, naja, anderes Thema, egal. Ah, okay, also NASA, Aufnäher. Dann haben wir ein 5-in-1 Multi-Tool von Tetris. Das ist noch verschlossen. Warum mache ich das auch immer wieder zu? Wow! Da war jetzt ein Cut. Da habe ich vor lauter Euphorie das Stativ weggeholzt. So, jetzt sollte es besser funktionieren. Also die Verpackung ist schon mal der Hass. So. Was damit? Ziemlich viel Verpackung. Wir haben dran ein kleines Messer, eine kleine Schere, wie so bei so einem Schweizer Messer. Dann haben wir einen Kreuzschlitz. Boah, die gehen schwer. Ein Schlitzschraubenzieher und ein Flaschenöffner. Recht schwer. Aluminium. Sieht auch cool aus, finde ich. Ist nichts unbedingt für mich. Das wird wohl dann an meine Frau gehen, denke ich mal. Ist echt relativ schwer. Macht aber echt einen guten Eindruck. Wird nicht billig gewesen sein, denke ich mal. Aber das schauen wir uns ja gleich noch an. Und dann haben wir hier noch Street Fighter. Moneybox. Also eine Sportdose von Street Fighter. Ist ja cool. Ist Plastik, aber in diesem 8-Bit-Style sieht echt cool aus. Hinten haben wir da eine Klappe. Schon was drin? Nee, leider nicht. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ist sogar von Capcom. Also sieht, also im Schrank macht die sich sicherlich cool. Auch für Kinder jetzt oder sowas. Echt eine coole Dose. Die fetzt. Gefällt mir auf jeden Fall. Oh, dieser Verpackungsmüll immer, das ist echt schrecklich. Notebook. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal reinschauen. Das interessiert mich jetzt, was dieses Tetris-Ding gekostet hat. Baymax, cooler Film. Danke nochmal an Laser. Echt cooler Film. Wir sehen wieder Berichte von anderen Lootern und sowas. Der Comic. Die sind immer relativ geil gemacht. Das ist heißt, der zweite, ja, da steht es Teil 2. Richtig cool, wieder ein paar Bilder von anderen Leuten. So, hier kommen wir jetzt zu den Preisen. Da haben wir die Street Fighter Money Box. 12 Euro. Ja, klingt plausibel auf jeden Fall. Das Kartenspiel 6 Euro. Ja, würde ich mal, ja. Waschlappen 5 Euro. Okay, finde ich ein bisschen viel, aber okay. Diese kleinen Figürchen, ah, da gibt es auf jeden Fall noch mehrere. Wen gibt es da noch alles? Da gibt es alle mögliche, wie ich sehe hier. 10 Euro. Auch heftig, wie ich finde. 2 Euro für diese Wonka-Nerd-Dinge. Ah, wusste ich es doch aus irgendeinem Film. Charlie und die Schokoladenfabrik. Daher kenne ich das. Okay. Süßigkeiten für alle Nerds. NASA. 5 Euro für diesen NASA-Sticker. What the fuck? 2,50 € für dieses Band. Naja, okay. 10 Euro Marktpreis. Ja, das finde, also ich hätte jetzt echt mehr gedacht. Ich hätte gedacht, dass so um die 15 bis 20 Euro für dieses Tetris-Motiv. Und das war das Plus in dieser Box.
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Ein Glück ist meine Frau deutlich älter. Okay. Ja. Schöne Box, finde ich. Also besser als die letzte. Leider kein T-Shirt, aber trotzdem echt cooles Zeug dabei gewesen diesmal. Was ich in der Form überhaupt nicht mit gerechnet habe. Die kommt auf jeden Fall auf meinen Schreibtisch. Die ist auf jeden Fall cool. Ja. Ich würde sagen, das war's mit der Loot Chest. Wir sehen uns in 4 Wochen, circa. Ciao. Eine echt schöne Karo, wie ich finde. Deswegen haben wir uns ja auch für diese entschieden. Er hat wirklich Top-Arbeit gemacht. Er hat hinten den Käfig, wo dann nachher das Rad drauf kommt.